Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule, die Replay Challenge Kalenderwoche 49 läuft. Wir sind unterwegs mit Haverzi vom Clan 1PDN. Servus an den Clan. Wir fahren BT7 Artillerie. Dieses kleine Scheusal hier gibt es tatsächlich ganz selten zu sehen. Erstens fahre ich recht wenig Dreier. Noch dazu ist es ein Panzer, den man nicht so oft sieht. Ist eine BT7 mit einer kleinen Haubitze obendrauf. Eine kleine Stummelkanone mal. Ist die süß? Ist das niedlich? Ich habe die selber, fahre die aber selten. 164 Schaden bei 38 Durchschlag. Ansonsten 37 Durchschlag bei 110 Schaden auf panzerbrechenden Geschossen. Also die Sprenggranate hier deutlich besser. Und wir gucken mal, wie er sich gleich schlägt. Auf Himmelsruf sind wir unterwegs. Flink ist er, typisch BT7. Der Russe kann sich absolut blicken lassen. Und hat zumindest im Reload seine gewissen Nachteile. Großartig gepanzert ist er ebenfalls nicht. Gunneböschen hat er auch keine, aber die Kanone tut wirklich böse weh. Und wenn wir uns gleich mal anschauen, wie der liebe Haverzi hier sich schlagen wird. So, auf wen schießen wir zuerst? Der es wissen will. Einzielen, Auto-Aim. Ah, er ging daneben, leider. Normalerweise hat man auf Stufe 3 nicht so unbedingt die beste Crew drauf. Wird hier nicht viel anders sein. Nee, brauchst du glaube ich nicht probieren. Dafür ist die Kanone nicht genau genug. Nicht weil es ein Russe ist, sondern weil es eine Artillerie im Grunde ist. Boah, da unten über die... Holla, die Waldfee. Doch, da kommen wir durch. Sehr schön. 156 Schaden am T-46. Da ist er raus. Unten wird ordentlich Gas gegeben auf der Heavy Line. BT-7 Artillerie ebenfalls hier oben. Gib ihm. Gute Nacht, Panzer 1C. Kill Nummer 1 für uns. 227 Schaden. Ah, er ging daneben. Er braucht extrem lange zum Einzielen. Eigentlich zu lange für ein Stufe 3 Fahrzeug. Aber 176 Schaden drücken auf Stufe 3 ist schon mal brutal. Nochmal 34 Schaden. Kill Nummer 2. 482 Schaden ausgeteilt. Lebt extrem von seiner Beweglichkeit. Ist schon eine lustige Kiste. Noch dazu Premium-Fahrzeug. Sehr selten im Shop. Stufe 3 Panzer werden ja nicht so oft verkauft. Weil die erstens zu wenig Geld anbringen. Und zweitens einfach zu selten gefahren werden. Leute kaufen sich die Stufe 3 Fahrzeuge nicht so gern. Finde ich ein bisschen schade. Ab und zu muss so ein bisschen Spaß sein. Aber jeder versucht irgendwie Stufe 10 als Ziel auszuerkoren. Oh, 200 Schaden, bist du noch zu retten. Und da ist er raus. Kill Nummer 3, 692 Schaden ausgeteilt. Da gibt es nochmal einer vom Medium 3 drauf. Da gibt es noch eine. Und dafür gibt es dann 42 Schaden am Medium 3. Macht 734 Schaden insgesamt. Kill Nummer 4. Will es noch jemand wissen? Jawohl. Panzer 4A. Kriegt da eine eingeschenkt. Nochmal 54. Da haben wir ein bisschen zu schräg erwischt. Ansonsten wäre Schluss gewesen. 699 Schaden ausgeteilt. 31 Schaden haben wir aufgeklärt. Da haben wir noch ein M2 Medium. Okay. Der holzt hier ein bisschen komisch herum. Schuss daneben gesetzt. Und da holen wir uns den M2 Medium mit 110 Schaden. Haben noch ein HP übrig. Ein einzelnes HP. Da drüben ist noch ein Durchbruchswagen 2. Der dürfte aber ebenfalls gleich Geschichte sein. Da hat sich das erledigt. 1076 Schaden auf Stufe 3. Das ist schon mal ein richtig geiler Wert. Gibt es nichts zu meckern. 31 Schaden haben wir aufgeklärt. Natürlich haben wir nichts geblockt. Die Kiste ist so weich wie ein Tiroler Hüttenkäse. Und jo. Recht feine Runde. Ein bisschen Load hier. Das muss ab und zu mal sein. Gehört dazu. Wir gucken uns mal an, was die Auswertung sagt. Fettes Victory in M gibt es dafür. Ein High Kaliber gibt es ebenfalls. Wir haben 895 Basis-XP geholt. Das ist auf Stufe 3 ein geiler Wert. Absolut nichts zu meckern gibt es da. 16 Schüsse abgefeuert, 10 haben getroffen, 8 haben durchschlagen. Wir haben 24.000 plus gemacht, weil wir hier für 3.000
Konsumgüter ausgegeben haben, sind 1,8 Kilometer gefahren, haben 4 Minuten gebraucht dafür. Jetzt sind megamäßige Kreditmacher, dafür kauft man sich andere Panzer ab Stufe 6. Aber war auf jeden Fall eine lustige Runde. Schön, dass du ab und zu mal Lotje fährst, das gehört auf jeden Fall dazu. Der liebe Havertzi hat hier, ja. Es ist sein erstes Replay, was er mir einschickt, wenn ich mich nicht recht erinnere, dürften da noch zwei oder drei irgendwo bei mir rumschwirren. Vielen Dank dafür, wenn es euch gefallen hat, Leute, ihr wisst Bescheid. Draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.